So, werden wir jetzt den ersten Massensprint sehen oder was passiert heute? Müsste eigentlich einen Massensprint geben, oder? Ja, hundertprozentig. Also Denke ist ich es auch auch. so eine Etappe, wo ich jetzt, klar, vielleicht, ich probiere es wahrscheinlich nochmal mit Großschartner, die ersten zwei Bergwertungen zu holen. Ja. Aber je nachdem, wer in der Gruppe ist, werde ich wahrscheinlich den dann relativ schnell rückfallen lassen. Und das ist jetzt so eine Etappe, wo ich mich komplett schonen werde. Weil ich habe weder in der Sprintwertung noch im Massensprint Ambitionen. Das Einzige ist halt, ja, wenn ich zwei, drei, vier Bergpunkte noch holen kann, wäre das halt geil. Ja, klar. Ist ja auch naheliegend, dass du da die ersten 50 Kilometer mitfährst und danach dann eigentlich dich wieder schonen kannst mit ihm. Das ist ja eigentlich perfekt. Ja, also rein theoretisch würde ich mit Großschartner, wenn ich in die Gruppe komme, fahre ich mit ihm bis zu dieser Dreier nach der Sprintwertung Ja, okay, und ja. dann lasse ich ihn sofort zurückfallen. Und wenn die Gruppe zu stark ist, also wenn ich schon sehe bei der ersten Bergwertung, dass ich keine Chance habe, weil zu gute Sprinter dabei sind, dann fahre ich, lasse ich ihn direkt zurückfallen. Ja. Edmondson, okay. Das ist natürlich geil, wenn der vorkommt, weil gegen den habe ich immer eine Chance. Oh, Craddock. Sollte ich auch eine Chance haben? Pichot. Ah, okay, der wird hart. Das wäre eigentlich eine gute Gruppe für einen Großschartner, um Punkte zu sammeln. Ja, wobei ich den Edmondson nicht unterschätzen würde. Bei diesen kleinen Anstiegen Ja, da, aber wie das am der. Sprintwert, ne? Ja, das stimmt. Und ich meine, Moscon vorne, was hat denn der mittlerweile für Werte? Ja, der ist auch nicht leicht. Fallen alle zurück. Krass, wie der Moscon abgewertet wurde die letzten 2 Jahre. Das war mal so ein Tier. Ja, aber muss man auch sagen, zu Recht, oder? Ja, absolut zu Recht. Seit der, wo war das Paris-Roubaix, oder? Wo der fast gewonnen hätte. Seitdem ist eigentlich gar nichts mehr gekommen. Ja, man muss auch sagen, also wie soll ich es jetzt erklären? Moscon ist halt auch kein Fahrer, den du, Magst. wenn der zwischen zwei Werten steht, glaube ich halt nicht, dass irgendeiner aus irgendeiner DB den freiwillig aufwertet, weißt du? Nee, natürlich. So, 5 Kilometer Bergwertung. Jetzt bin ich gespannt. Da kommt keiner mehr ran. Es wird auf jeden Fall zwischen euch beiden entschieden. Ich glaube, der Edmondson, selbst wenn er rankommt, ist er im Arsch. Wäre perfekt für dich, wenn du jetzt hier mit den beiden oder sogar nur mit Moscon da die ganzen Bergwertungen abfahren kannst. Ja, das wäre top. Also eigentlich läuft es gut. Weil du hast ja keine Ambitionen oder zumindest noch nicht. Noch nicht, Je ja. nachdem, wie das Rennen läuft, kann natürlich sein, dass jemand wie Kastan da einsteigt. Das erwarte ich sogar. Weil das hat sich ja letztes Mal gezeigt, dass du da relativ gut bist, auch mit Bergwertungssachen. Also der Edmondson, der kommt glaube ich gar nicht ran. Jawohl. Da hat der Moscon zu früh attackiert. Polit muss wieder arbeiten. Ja, der Edmondson, der kommt nicht mehr ran, oder Nee, ich was? glaube auch nicht. Der hat sich doch jetzt komplett kaputt gefahren. Der ist komplett im Eimer. Der ist komplett im Eimer. Der hat auch ganz schlechten Ausdauerwert mit 62. Ja, da Ist das ein ehemaliger Bahnfahrer oder was ist das? und Regeneration 63, da kannst du eigentlich keine Grand Tour fahren. Also mit Ausdauer 62, Regeneration 63. Weiß auch nicht, warum der nominiert wird. Naja. Der Bridge war auch mein Fahrer, wo ich dachte, da kommt im Zeitfahren noch mehr. Ja, hat sich als klassischer Helfer entpuppt. Ja, aber der war doch mal am Anfang seiner Karriere, dachte ich, das wird so ein Prolog-Monster, weißt du, oder Ja, sowas. So bei jemand, Green der Edge halt und so war der, so. ne? Ja, aber
meine, der ist immer noch beim Ja, Nachfolgeteam. klar, Der hat ja nie klar. das Team gewechselt in seiner Karriere. Ja. Aber der war am Anfang seiner Karriere, dachte ich halt, dass das so ein richtig krasser Zeitfahrer wird. Aber er kam dann auch nicht mehr so viel danach. Ist halt krass, wenn du ein guter Zeitfahrer bist, gewinnst du halt trotzdem nie einen Zeitfahren. Weil es gibt halt einfach vier, fünf Tiere und einer davon startet eigentlich immer. Das ist bei der ersten Netflix-Folge, finde ich das so schön, wie die das sagen über den Bissecker halt. Ja, Wobei, da ja. stellen sie den so ein bisschen unter Wert dar, weil Bissecker hat natürlich auch schon krasse Zeitfahren gewonnen, war Europameister oder gewesen, oder? Oder ich glaube schon, dass er Europameister gerade ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, Auf jeden Fall Medaillen geholt und so. Ein bisschen unter Wert, aber natürlich, das ist so eine Tour-Etappe fehlt natürlich sowohl ihm als auch Küng noch. das ist Wahnsinn, gell? Dass die vielleicht nie die Tour-Etappe gewinnen, obwohl sie zu den besten fünf Zeitfahrern ihrer Generation gehören. Das ist einfach Wahnsinn. Aber ganz ehrlich, wenn man das als Maßstab nimmt, dass Pascal Ackermann noch nie an der Tour de France teilgenommen hat, Ja, ich ist ja weiß, ist eigentlich auch auch krass. Irrsinn. Jetzt kommt gleich die Bergwertung, ne? Nicht, dass du es verpennst. Ja, keine Chance Ei, auf dem. das war zu flach, das ist ein Witz. Ja, da habe ich mit Ja. gegen Moskau hast du da keine Chance. Ja. Aber wir haben jetzt noch zwei Dreier, die wir uns holen werden. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall noch mindestens 2 Punkte holen und die könnten halt am Ende Gold wert sein. Ja. Jetzt wird Edmondson eingeholt, der hat jetzt auch gecheckt, ja, dass das nichts mehr wird. Ich glaube, dass der gleich durchgereicht wird, wenn die jetzt ein bisschen Tempo machen. Der glaube nicht, dass ich der holen kann. Bei den Werten, die der hat. Ja gut, da kommen jetzt wenig. Da kann schon sein, dass der so platt ist, dass der jetzt da rausfällt. Ja. Willst du ein bisschen vorspulen? Ja, können wir machen. Wo ist dein grüner Balken jetzt bei deinem Pogacar? Ich bin schon wieder gestürzt. Links, Ach komm. warte, noch mal eins. Links neben dem Positionssymbol, aber halt nicht direkt links, sondern eher so einen Millimeter links daneben. Ja, ich bin viel weiter links. Bin viel weiter links mit Wingard. Bin schon bei dem anderen, bei dem beschützenden Ding. Was hast du jetzt zum Beispiel für einen Einsatz? Die ganze Etappe Also lang? ich stelle die am Anfang von der Etappe auf 75 Position halten und beschütze Pogacar. Ja. Und ich mache aber dann nichts. Also ich habe jetzt, glaube ich, einmal nach dem Berg habe ich nochmal die Position korrigiert, aber sonst habe ich nie was mit denen angestellt bis jetzt. Ich habe 70 eingestellt, eigentlich standardmäßig jetzt immer. Aber machst du öfters dann Position wieder vorfahren und so, Position halten? Naja, ich mache das an gewissen Stellen. Also ich werde es wahrscheinlich jetzt wieder vor dem Dreier in der Mitte der Etappe machen. Oder auch vor dem Vierer am Ende werde ich es wahrscheinlich auch nochmal machen. Aber das kann ja nicht sein, dass das Energie kostet. Also. Oh, müssen wir pausieren. Jetzt müssen wir pausieren. Ja, okay. Meus muss schon wieder arbeiten. Es ist wirklich. Der ist jetzt alle Etappen am Arbeiten. Der kann doch keinen Sprint mehr fahren. Ja, also ich denke, dass das jetzt eine. Also der Computer ist ja schon so, jetzt in dem Spiel. Das Spiel ist ja so ein bisschen auch so eine Wahrheit. Weil der Computer analysiert ja die Werte der Fahrer und entscheidet sich dann für eine Taktik, basierend Ja, auf einer Logik. ja. Und wenn der Computer Mios als Helfer sieht, dann heißt es ja, dass der Computer denkt, dass Mios einfach viel zu schwach ist, um im Sprint irgendwie eine Top-Position zu erreichen hier Ja. und deshalb ihn lieber als Helfer einsetzt. Ja. Und ich glaube, dass deshalb die Tour so eine Tour der Wahrheit für Mios wird, weil er ist ja auch nicht mehr im ersten Jahr seiner Karriere und nicht im zweiten Jahr, sondern der ist ja jetzt schon
weiß nicht, im dritten Jahr, vierten Jahr, dritten. Ja, mindestens. Und ich glaube, dass der jetzt, wenn er bei der Tour nicht liefert, dass es dann für ihn schwer wird. Ja. Also der Ich ist habe den bis noch nie Vorreiter als für so Top-Sprinter belgische gesehen. Eintag. Nee, der ist halt noch sehr jung, aber ich meine, der ist jetzt auch schon 25 und der ist halt schon auch geil, was so Eintagesrennen kann der halt gut. Naja, deswegen Regenerationswert 65. Aber na, es kann natürlich auch sein, dass so ein Fahrer jetzt da seinen Durchbruch schafft, weißt du? Ja, klar. Ich meine, er hat wahrscheinlich den besten Anfahrer der Welt aktuell. Aber er hat halt jetzt nicht wie zum Beispiel Alpecin, das ganze Team, das ihn dann unterstützt, die Etappe zu gewinnen. Das wird nicht passieren. Er hat halt zwei, drei Leute, die ihm helfen. Ja, bin ich gespannt. Also gegen die Konkurrenz, wenn er dann eine Etappe gewinnt, würde ich ihm persönlich wünschen, aber zutrauen tue ich es ihm aktuell noch nicht, muss ich sagen. Aber warten wir mal ab. Ja. Bin gespannt. Meine, es gibt immer Entwicklungen, dann auch noch, wenn man ein bisschen älter ist. Also muss ja nicht immer gleich mit 19, 20 sein. Ich meine, ein Laporte hat sich auch unfassbar entwickelt. Ja. Habe ich's oder nicht? Ich habe nicht hingeschaut, tatsächlich. Hm. Glaube, du hast es geholt. Warte mal. Simons Korn hat 4 Punkte. Nee. Doch, Wenn er du vier hast es Punkte hat, habe ich geholt. es Ja, geholt. dann hast du es geholt. Na, sehr gut. Sollen wir wieder mal zwei machen? Ich hoffe natürlich, dass Mios eine Etappe gewinnt, ist ja klar. Also ich bin ja, Ja, ich würde es ich ihm auch meine, sage ich wünschen, auch ganz absolut. offen, ich freue mich, wenn Bora gewinnt. Ich meine, wäre ja blöd, wenn nicht. Und Klar. ich finde das Team cool. Ich find, was die aus dem Team mit Nett ab, also muss man schon auch, also das muss man schon auch sagen. Ich meine, es ist jetzt die 10. Tour de France für Bora und natürlich sind die kein kleines Team mehr mit Nee. Giro-Sieger und so. Aber was die aus dem Team gemacht haben und was der Denk da für einen Weg hingelegt hat mit vom Ja. Continental Team zu Professional, dann erstmal Giro, dann wo, weißt du, also diese ganzen, also das ist schon bewundernswert. Absolut. Da gibt es wenige Teams im Peloton, die das. Also klar, es gibt halt so Teams mit einer langen Geschichte wie Movistar. Aber halt so einen Aufstieg hinzulegen, weiß nicht, Alpecin ist so ein Team. Ja, aber Bora hat halt jetzt wirklich in mehreren, auf mehreren Terrains kannst du mit denen ja rechnen. Ich meine, die haben den amtierenden oder letztjährigen Giro-Sieger, dann haben sie einen Top-Sprinter, die haben mit Sagan ganz lang den mehrfachen Weltmeister gehabt. Das ist schon, die waren ja, es gibt ja eigentlich kein Rennen, wo Bora nicht in der Geschichte des Teams mal vorne mitgemischt hat. Sowas gibt es eigentlich ja gar nicht. Ja, aber mit Buchmann sind sie bei der Tour mit Vlasov auch Ja. mitgefahren im Ja. Gesamtsieg. Klar, absolut beeindruckend. Gibt es nicht viele Teams, die da im Profi-Radsport besser aufgestellt waren, die letzten 10 Jahre immer? So, jetzt schauen wir hinten auf den Sprint. Da sehen wir, dass Bora für Van Poppel anfährt. Sehr spannend, muss ich auch sagen. Krass, Würde ja. ich auch so machen in Realität, weil Van Poppel ist in meinen Augen einfach der Klasse, der ist ab Monster. Ja. Du bist Schwarz. ganz. Man versteht dich gerade gar nicht. Ich merke nicht, also es ist komplett abgehakt. Hörst du mich jetzt wieder? Nee, nur abgehakt. Ganz schlechte Qualität. Ich habe auch hier ein Problem mit der Verbindung gerade. Mein Spiel spult vor und zurück. Okay, dann ist es deine Internetverbindung wahrscheinlich. Jetzt ist aber besser wieder bei mir. Ja, jetzt hört man dich auch wieder gut. Okay. Solange das nicht die ganze Etappe ist, glaube ich, ist es auch für die Zuschauer erträglich. Ja, wenn nach der Etappe Pause machen, weil dann Liefer kommt. So, man nimmt jetzt die Türen. Ich werde jetzt bis wieder ganz abgehakt.
Ich kann nichts ändern. Okay. So, Bergwertung vorne. 2 Kilometer noch. Ein Punkt hat Großschottner ja schon sicher. Schauen wir mal. Müsste eigentlich jetzt wieder eher Großschottner liegen, diese Bergwertung, weil sie einfach länger ist. 700 Meter. Moscon kommt auf der rechten Seite. Ist einfach sprintstärker, aber kann er das durchhalten nach dem harten Berg? Nein. Perfekt getimed. Von Großschottner. 19 Punkte damit schon. Stark. Ja. Und dann wird es ein Solist vorne. Jawohl. Moscon allein gegen den Rest der Welt. Den holen wir aus Prinzip schon ein. So, wegen mir können wir noch mal zwei machen. Ja. Oh. Stürze. Unter anderem Peloton Cavendish. ist auch gesplittet. Peloton hat es gerissen. Ja. Wird aber wieder Läuft gerade wieder zusammenlaufen. zusammen. Okay, machen wir wieder mal zwei. Ich habe immer den Eindruck, wenn man auf Ja. Zeitraffer stellt, dass einfacher, dass so Risse im Feld und Stürze öfters passieren. Kass gestürzt. Aber wieder im Feld. Ey, was ich schon Stürze hatte, das ist doch nicht normal. Ja, und so für mich ist damit die Etappe jetzt Großschadenfeld, ist die Etappe damit gegessen. Ja, Massensprint wird Jetzt hier nur nicht noch zu verhindern Punkten. sein. Da gibt es viel zu viele Interessen. Lotto Destiny ist jetzt eingestiegen. Natürlich haben wir Quickstep vorne, wir haben Alpecin vorne. Die drei Teams reichen ja locker schon, wenn da jeder zwei Leute reinschickt, dann hat der Moscon nicht den Hauch einer Chance. Und dann wird es einen Massensprint geben. Ich denke mal, dieses kleine Gehügel da am Ende wird da auch keinen Unterschied mehr machen. Aber könnte natürlich trotzdem Nein, interessant werden. auf keinen Fall macht das einen Unterschied. Ja. Unabhängig davon würde ich sagen, dass wir nach dieser Etappe rausgehen aus dem Spiel Ja. und dann nochmal neu starten, damit wir vielleicht die Verbindung neu aufbauen. Ja. In 5 bis 10 Minuten klingelt bei mir das Telefon, also müssen wir schauen, dass wir durch sind. Ja. Sind hinten 4 Fahrer weggefallen. Felix Gall unter anderem. Auch spannende Personalie bei der Tour dieses Jahr. Bin ich sehr Ja, ich gespannt. glaube, dass der schon um Etappensiege fahren kann. Vielleicht so Lennart Kemner-Style. Ja, oder sie machen erstmal Erinnert mich auch ein Doppelspitze und gucken, was bisschen. passiert. Ja, aber Gall erinnert mich so ein bisschen an den jungen Lennart Kemner, wo das halt nicht Zeit fahren kann. Ja, das kann er nicht. Also das Zeitfahren bei der Tour, das, ich weiß nicht, ich frage mich auch, ob da irgendwas war mit Panne, ich habe es noch nicht gesehen, Ja, ob der aber eine Panne geschoben hatte hat da vielleicht. schon. Oder rückwärts gefahren ist. Irgendwas muss es gewesen sein. Ja, das Zeitfahren war nicht so glorreich, aber ich meine, es ist noch ein junger Fahrer, kann noch viel lernen, aber Ja. es war, also wenn wir das, also irgendwas muss da gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein starker Fahrer, weil egal wie gut oder schlecht du im Zeitfahren bist, wenn du so viel Druck hast wie der, Ja. so, also er hat ja auch quasi auch Spezialisten wie Higita oder so verloren. Ja. Okay, jetzt machen wir mal eins, Zimmermann mit einem okay? Platten. Der Moscon wehrt sich echt lang, aber er ist natürlich chancenlos. Immerhin Screen Time im Fernsehen.
Gott, schau mal, ob Großschartner sich den Punkt auch noch holen kann. Es gibt nicht wirklich Gegenwehr, wenn ich das richtig sehe. Sollte eigentlich klappen. Nein. Was war denn das Was war jetzt? denn jetzt los? Was war, Ich check's nicht. wieso bist du plötzlich langsam Ja, ich geworden? hab. Ich weiß es nicht. Der hat irgendwie das Attackieren aufgehört. Oh, was für ein taktischer Fail. Und ich habe dann mit Berg aus Versehen attackiert. Oh, was für eine W. Mei, oh mei, wenn es am Ende an einem Punkt liegt, wissen wir, wo du es verloren hast. So, jetzt bin ich gespannt. Es gibt den ersten Massensprint. Schau mal, wie ich das Team meistern kann, vor allem nach dem Patch, den es gegeben hat. Ob es da Veränderungen gibt, die man spürt. Bin ich jetzt sehr gespannt. Alter, ist das dumm. Das Feld hat es richtig gerissen, siehst du das? Ja, ich bin hinten auf jeden Fall. Mit wem? Mit allen. Nein. Doch. Ja, da mache ich jetzt kein Tempo vorne. Wie ist das? Was denn passiert? Es kann sein, dass ich sogar die Straße blockiert habe und deswegen gerissen ist. Okay, Etappensieg kann ich abhaken. Ich bin jetzt froh, wenn ich keine Zeit verliere. Wow, es läuft richtig gut für Jumbo. Ja, ich mache als nächstes, ich fahre jetzt vorne nur mit, weil ich das natürlich nicht ausnutzen werde. Ist ja klar. Alter, das kann doch nicht sein, So. jetzt fährt er hier. Oh Gott. Ja, das ist natürlich jetzt eine Katastrophe. Statt Tagessieg vielleicht gibt es jetzt hier. Jetzt habe ich mich nochmal schön versteuert hier mit der Einstellung. Oh Mann, ey. Ja, mein Gott, habe ich mir selbst zuzuschreiben. Ich fahre, glaube ich, nur aufs grüne Trikot am Ende. Gesamt. Ich fahre vielleicht mit Vingegaard aufs Bergtrikot. Mehr schaffe ich nicht. Das gibt's ja nicht. Es ist so. Es ist einfach so. Ich verliere heute hier schon wieder 3 Minuten oder was weiß ich. Ja, was? Katastrophe. Katastrophe. Auch im Kampf um Grün natürlich absolute Katastrophe. Muss ich mir im Video nochmal anschauen, wieso das passiert ist. Was für eine Katastrophe. Ja, unser Duell ist damit natürlich schon beendet. Das ist ja logisch. Das ist klar. Aber ich meine, du solltest schon natürlich auf Platz 2 noch fahren. Also jetzt auch mit Vingegaard, die komplette Gesamtwertung ist natürlich jetzt auch doof. Und ich meine, es sind jetzt 1,5 Minuten. Du weißt nie, was passiert, noch ein Sturz oder so. Also das abschreiben kannst du jetzt nicht. Ja, Ein doch. bisschen musst du Ich schon noch werde gegen dich probieren. Für nicht die 1,5 Zuschauer wollen Meter das ja auch aufholen. sehen, wie du. Ja, aber die Zuschauer wollen jetzt auch sehen, wie du jetzt dir neue taktische Varianten überlegst. Ja. Ich fahr aufs Bergtrikot vielleicht. Schauen wir mal. Also ich finde, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ihr kommentiert und dem Slevin sagt, worauf ihr jetzt Bock habt, taktisch. Ja, das bringt nichts, weil wir zocken ja schon und das kann ich bis dahin eh nicht lesen. 1 Minute 4 habe ich verloren, Alter. Ist das eine Katastrophe? Ich habe jetzt einen Rückstand von über 1,5 Minuten. Ja, das ist natürlich furchtbar. Ich meine, ich kann natürlich auf Platz 2 fahren in der Ja gut, Gesamtwertung. du bist Aber immer noch zeitgleich mit Gaudu. selbst das Du wird hast schwierig gegen also. Hindley, ne? Mittlerweile. Aber schauen wir mal. Aber schauen wir mal. Du, warte, sollen wir jetzt mal stoppen, Ja. kurz rausgehen? Ja.